Ja, moin Leute. Ich begrüße euch zum Türchen Nummer 7. Bei Dark Orbit Reloaded. Schauen wir mal, was gibt's heute? Erste Woche vom Kalender ist nämlich jetzt offiziell rum. Und heute gibt es 200 Mal Blacklight Spur. Praktisch. Und hier kriegt man richtig schön Rhinusk, sehe ich gerade. Nächste und übernächste Woche. Coole Sache. Erhalten. Und ich stehe gerade hier mal wieder auf der tollen KD. Ihr seht, ich muss Rhinus sammeln. Bohrkopf heißt die Quest. Mache ich jetzt aber nicht. Ich möchte mit euch nämlich mal zusammen noch was ausprobieren. Ich habe nämlich die tollen Laser tatsächlich gerade drin. Ich möchte wissen, ob ich hier von hier aus mit dem Jump-CPU jumpen kann. Nö. Kann ich natürlich nicht. Also muss ich erstmal wieder da runter. Ich habe ja gesehen, was man an Schaden so raushauen kann. Und diesen Schaden finde ich eigentlich schon ganz gut. Nur möchte ich wissen, wie viel so ein... Ich bin Zeus und irgendwas anderes und ein Handy-Gedödel. Wunderbar. Wieder so eine schöne große Gruppe. Ich will aber gerade mal wieder rausgehen. Denn ich möchte tatsächlich jetzt euch was zeigen. Jetzt gerade das hier geblinkt. Wieso? Ist doch gar nicht. Obsidian-Beutekisten. Cool. Kann man den Schlüssel bauen? Nö. Warum? Weil Scrap und Auros fehlen. Hoho. So, 1-1. Auf die 2-1 kann ich hier gar nicht springen und auf die 3-1. Also wie immer, wie gesagt, ich habe jetzt nämlich den Krott des Gamma stehen und möchte jetzt erstmal mich verklicken. Marsch der Welt stehe ich auch noch, super. Und gecraftet habe ich mir noch keinen. Ich habe jetzt 10 Laser davon. Aber ich werde mir noch keinen craften fürs Erste. Ich wollte eher so einen schönen Blacklight Key haben, aber mir fehlt das Cerebrum, da habe ich noch nicht gekriegt von. Eine Spur ist mir eigentlich auch zu wertvoll dafür tatsächlich, weil du brauchst 15.000 Spur für das ganz tolle, ja, Schiff. Und hier, sammle Rhinus, bringt mir den 24-Stunden-DLB Booster. Ja, ich weiß, ich habe noch die falschen Konfis drinne. Und X3 möchte ich jetzt wissen. Normalerweise auf den Karten oben ist es ordentlich der Damage, über 100.000. Möchte ich wissen, was wir hier machen. Natürlich sind es die kleinen Kackviecher hier. 53.000, ja, G38. Kurz X4 mal ausprobieren. Naja. Es ist Promerium drauf, darf man nicht vergessen. Naja. Es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ist jetzt nicht so heftig. Ich warte jetzt auf die letzte Lanakia. Da oben auf den Karten. Ist das schon ein Unterschied? So, Gami. Komm. Und damit verabschiede ich mich heute von dem Türchen von euch. Habt einen schönen 7. Bis dann. Euer Eddie.